Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints Row. Get out of hell hier auf dem Konfig-Kanal mit dem Cooper. Johnny. Ja, wir haben in der Zwischenzeit mal ein paar Seelenschwärme gesammelt und alles aufgelevelt, was es bisher zu Level gibt. Saints Flügel haben uns auch ausgerüstet. Kommt gleich die Polizei. Go fucking crazy! Ja, das war sowieso nicht die Seelenschwärme. Ja, die Seelenschwärme sammeln ist sowieso nicht so spannend, deswegen haben wir das einfach mal außerhalb der Aufnahme gemacht. Und wir machen jetzt die Loyalitätsaufträge für den guten Dane hier. The Forge is prime real estate in hell. This smoggy shithole is located over the richest mineral veins in the afterlife. You want to hurt hell's infrastructure? Here's where you do it. Okay. Folterbetrug, Höllenflug, Vandalismus, Erlösung in ein Extraktionszentrum. So. Folterbetrug, das klingt doch gut. Okay. Bin aber gespannt. Ob das sowas wie hier Versicherungsbetrug ist? Ja, sicher. Bestimmt. Geh mal weg hier. Also das kann ich mir nicht so unter vorstellen, ne? My lawyer Legal Lee figured out a way to get some gold level clients on fast track to hell. The more abuse you put these guys through, the more years we can shave off. Lee suggested running clients through the designated intersections to boost their punishment. Oh, and dive in front of those vehicles on fire for bonus points. I mean, let's face it, the more they hurt, the sooner we can get these wretched bastards out of here. Okay. While his wife Laura was admitted into heaven, the Heavenly Father was less forgiving of poor Tobias. Wir müssen 300.000 Jahre Bestrafung erhalten. Drug dealer firmly earned his place inside the great inferno. However, ich bin einmal gestolpert, 900 Jahre. Wie ging das denn gleich noch? After all, while the removal of his signature dreadlocks was a disappointment, he was finally free from having to wear pants ever again. Oh mein Gott, Feuerbonus, du hast mich erwischt. Mein Arsch brennt. Touched by his story and terrified by his demeanor, Legal Lee worked with renewed purpose to unite the two lovers. Scheiße, also die Wagen sind hier unstabiler als Terroristen, ey. Das ist echt so. Allahu Akbar! Hallo! Allahu Akbar! Mein Arsch brennt schon wieder. 140.000 Jahre! Allahu Akbar! Hallo! 173.000, der hängt fest, 176.000. So, wenn man einmal stolpert, dann kann man schon 900 Jahre Bestrafung loswerden. Das ist schon. Oh, ich wurde von hinten von dem Taxi angefahren mit Volldampf. Nice. Was für ein Speed ich drauf hab. Also das ist da, wo man so unendlich durch die Welt fliegt. Okay, ich kann mich nicht mehr steuern. Ich fliege einfach nur durch die. What the fuck, ich hab voll den Bug. Nice. Was ist denn das? Ich bin gerade mega weit aus der Welt raus und kann mich gerade nicht steuern. Ich bin jetzt irgendwo, wo alles schwarz ist, weit außerhalb der Welt. Jetzt bin ich in der Nähe, aber. Okay, das Bug. Sammelst du Punkte? Nee, hab ich in der Zeit nicht, aber ich bin jetzt wieder dabei. So, 1,2 Millionen Jahre müssen wir erreichen für Gold. Ach du Scheiße! Ach, ich falle in die Lavagrube und krieg einen Feuerbonus. Hey, ich flieg einfach in die Lavagrube hier, in die riesige Lavagrube. Boah, es hat mich so eine scheiß Straßenlaterne aufgehalten. Also ich. Diese entspannte Musik noch dazu. Mhm. Au. Und vorbei. Bei mir ist es so eine creepy Musik. Bei mir war das gerade voll so eine entspannte. Jetzt geht's wieder los. Der Gitarrenpart ist zu voll entspannt, ey. Ich schmeiß sie genau so, es fliegt in die Luft. So läuft das hier in der Hölle. Ich flieg grad nicht so richtig. Wir sind hier gelandet.
Wow. Ich roll einfach nur über die Straße. Ja, das bringt aber auch nicht so viel, leider, irgendwie. Man kann aber auch nicht nochmal richtig abheben, dann. Es wird schwer, noch die 1,2 Millionen Jahre zu kriegen. Am Anfang hat man so stark vorgelegt, aber jetzt... Hm. Nice. Bonus. Komm hier gegen diesen Chuck, yes! 203.000? Ja, ich hab's schon. Ich hab's schon. Schön. Ich hab 203.000. Ja, ich hatte auch nochmal einen 100.000er gehabt. Ja, 312.000, sehr schön. Yes, ich hab's schon geschafft. Sehr Alter, schön. Alter, letzte Sekunde. Hui. Ich hab mir so eine helle Musik gehabt. Ja, genau das. Voll der Betrug geschafft, so eine gleiche Animation, ey. Es gibt wieder 3000 Yen. Und tot. 1,2 Millionen Jahre ins Gefängnis, kein Problem. Yay. Jetzt vermischen sich gerade zwei Musiktitel bei mir. Das klang nicht gesund. So, Dane, als nächstes den Höllenflug. Versuch's gar nicht erst. Ne, dieser Scheiße verstehe ich eh nicht. Let's go! Let's go! Dip, 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 dip. Höllenflug klingt wie hier, wie so das Rennen, was wir da hatten, das Wettrennen, nur eben mit Fliegen diesem oder so. Oh, Lava. Höllenflug Mitte. Ja, da steht schon was mit Zeitlimit. Ja, wahrscheinlich. Alright, let's take this opportunity to stretch those wings. I've set up a rudimentary flight path for the city. All you need to do is hit the checkpoints in the order they appear. Genau derselbe. Now, because I'm a swell guy, I put some orbs out there to help you. The white ones will recharge your wings. The green ones will give you more stamina. Let's go. Okay. Let's go. Ladefolge. Also in den Renndingern war nochmal, das hat man mal ein kleines Stückchen schneller, ja? Mal gucken, wie es beim hier Fliegen ist. Fuck, was hab ich gemacht? Ich habe einen Blast gemacht und dadurch bin ich in der Luft stehen geblieben. Sehr gut. Ah, ich hab den Checkpoint verpasst. Mich auch. Okay, Antwort, wir sind beide scheiße. Okay. Oh nee, das zählt nicht mehr für mich. Ich hätte weiterfliegen können für uns. Das man muss also genau. Man muss genau. Aber nur einer von uns muss das einsammeln. Ausdauer. Was? Der hat mich doch erwischt. Warte, ich mach das. Ja. Oder auch nicht. Wir wollen mich selbst nie auf Koppa verlassen. Halt die Fresse, du bist auch daneben geflogen. Ja, aber nicht. Mit der Anknüpfung vorher hatte sich den Hull. Vielleicht wollte ich den ja verpassen. Ja. Wer es glaubt. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, wir müssen da unten irgendwo lang fliegen. Ja, ich bin da rein. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Du bist aber drüber geflogen oder was? Ja. Alles klar, nur da will ich nicht rein. Ach, ich sehe das Ziel. Ich komme von der anderen Seite. Bronze. Wir sind echt scheiße. Nein, der Modus ist scheiße, wir nicht. Okay, ja, das kann auch gar nicht mehr einigen. Ja, nur 13 ist so easy, ey. Das ist locker Platin. Und Level 4. Yay. Wieder zocken, Helle, ne? So, mal gucken, was gibt's denn hier für schicke Upgrades jetzt. Ja, es gibt eine Menge. Freund des Volkes. Das Volk. Hm.
Schadenresistenz können wir ein bisschen machen. Gewehrmunition, ich krieg wieder Schaden. Was machst du schon mit mir, Kuppa? Ja, so hört sich das auch an. I'm the most electrified woman. Danke. Bitte. Tradition muss fortgeführt werden. Ja, danke. So. Mach ich doch gerne. Später. Ich werde angegriffen, ich kann jetzt nicht. Stehen schon wieder rum hier. So. Was sagt denn Dane als nächstes? Vandalismus, okay. 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 Das können wir. Ja. Ist so einfach. Ja. Mal gucken, mit was? Okay, nein. Yay! Na, gefällt mir. Ja, Zäune sind gut. Oh yeah. Weg mit den Zäunen. Okay. Zäune! Ja. Ich hasse Zäune! Die schränken unsere Rechte ein! Ja, die erinnern mich an Mauern. Ups. Ja, Mauer, die Mauer wieder, ey! Au. Irgendein Portalboy zerstört. Ihr werdet ihn plötzlich schauen. Dann alles. Portalboy heißen die. Ja, Portalboy. Das ist die offizielle Bezeichnung. Natürlich. Gerade von vor 2 Sekunden. Offizielle Bezeichnung. Unschuldige Seelenzivilisten. Tötet sie alle. Straßenlaternen. Ohne Polizei. Stirb. Portalboy, stirb. Krankenwagen. Stirb. Und ein Typ fährt aber nicht rein und schiebt mich irgendwie 20 Meter weiter, ohne mich zu überfahren. Alles stirbt einfach nur. Mein Bildschirm wackelt die ganze Zeit nur rum, ey. Ja. Ich guck mal auf die Augen, ey. Ich hab auch nicht die besten Augen. Was? Nein. Dunkler Beschwörer, okay. Nee, nee, die Portal. Sind Portal Boys. Ich hoffe, dass du Portal Boys. Tell me why ain't nothing but a portal. Und so weiter. Etc. pp. Geht dann auch so auf jetzt, Seiten, so Songtext von Portal Boys. Ja, tell definitiv. Me why, etc. pp. Portal. Gekauft von Valve. Ich verbrenne mich selbst, yay. Mach's auch mal was Vernünftiges. Hallo, ich töte alles. Wenn das nichts Vernünftiges ist, dann weiß ich auch nicht. Mass murdering and genocide. Okay, jetzt würde ich vom explodierenden Monster Truck Reifen überfahren. Oh. Schade. Nichts mit Gold. Ja, da oben ein bisschen was gefehlt. Haben nicht genügend Yen kaputt gemacht. Hm. Dann ganze China-Scheiß ist ja auch nichts wert, ne? Nichts, oder?
Immer mehr werden seine Frau. Laut Science Row 4. So. Hey. Was denn? Erlösung. Jokofa. Ciao. Erlösung hatten wir doch schon. Ach, das war doch hier das, wo wir die 100 Feinden einsammeln müssen, genau. Und die aufsteigenden. Also kriegen wir hier wieder jede Nebenaktivität zu tun. Ja. Sind wir wieder abgesichert, dass wir alles machen. Ich schlaf jetzt schon eine. Ja, lass halt noch weiterfallen, zähl erstmal runter. Echt so? Klatschen sie halt auf den Boden auf. Ich mir auch gerade, ne? Du scheiß Pisse. Wir sollen nicht auf dieselbe Zähne zurasen. So, nicht links zu rechts. Wäre ein richtiger Ort, die Weste. Ja, oh ja. Mein Instinkt hat mich nach rechts geschenkt. Der Ausinstinkt. Ja. Das ist wie Spider-Man nur mit Aussies. So, Promo ist geschafft, können wir abbrechen. Okay. Ich sag, ich muss morgen 6 aufstehen. So, aufgehen. Dammit, I need to start the combo over. Was macht man den Sonntag früh im 6er? Ich glaube, du leckst bei mir. Ja. Bin ich aber nicht gut. Leck ich immer noch. Nö, es scheint zu gehen. Was machst du denn Sonntag früh so zeitig? Ach so. Dann auf in den Sonntag. Du musst aber ganz lang durchhalten, wenn du dann auch noch mal Mercy gucken willst. Stimmt, ne? Well, I'm fucked. Aber sie wird nicht ganz schließen machen. Jetzt kann ich mir auch gleich meine Augen rausschneiden, ne? So rot wie die werden. Ah, schneid sie dir raus, finde ich. Ist eine gute Idee. Das ist vernünftig, oder? Ja. Wir haben noch nicht mal Silber, ey. Entweder sind wir gerade richtig scheiße oder Gold ist hier gefühlt unschaffbar. Keine Ahnung. I don't have a broken. Ich wusste auch nicht, dass man von den normalen Leichen einen Flügelschlag wieder zurückbekommt. Deswegen ich auch nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich. Was zum Fick? What the fuck? Fuck, bitch. So, dankeschön. Jetzt gucken Sie mal, wie ich hab. This is bad. Hey. Okay. Lösung geschafft, juhu. Ach, wir haben schon Silber 32 vor Gold, ach so. 3000 Yen. Können wir was Schönes beim Chinamann kaufen? Echt so, ja. Was? Yen ist doch die Währung von Japan. Was? Let's go! Let's go! Der Staub. Kinsey ist Semi-Zane-Fan. Ist ja richtig. Er ist kein Semi-Zane-Fan. Nee. Semi. Er ist kein Semi-Zane-Fan. Kevin Owens. So. Wahrheit auch. So, und Start der Extraktion. Das klingt nicht so cool. Klingt, als ob sie einen unangenehmen Arzttermin hat. Wie komme ich hier rein? Das ist eine große Halle, wo komme ich hier rein? Mal so, hier gibt es keine OP-Fähigkeiten, deswegen heißt das Spiel jetzt schon. Ach, wahrscheinlich ist das oben drauf. Nee. Doch. Nee, das ist hier innen drin. Wo geht's in die Halle rein? Durch deinen. Nee. Nein, da geht's nicht rein. Das ist auch ein Eingang bei dir, so ein Hintereingang. Ja, da geht's aber nicht rein.
Exit only. Ja. Hat Junge mal was anderes behauptet. Ach, was der so behauptet. Ah, hier ist eine Minitür. Gut. You've just entered one of four soul extraction facilities. This okay. is where souls enter hell to have their sins removed and then thrown to the streets to wander for. Ja, ich weiß. Ja, würde ich gerade sagen. Being magnanimous, so the currency in hell. That means these places are the cornerstone of his income. There's three sections of the facility, and to fully take it over, you need to capture all three. But be careful. Satan's goons are going to be looking to reclaim any section you're not guarding. You pull this off, you'll hurt Satan and Ultor makes money. It's win-win. Also wir müssen mehrere Dinge gleichzeitig verteidigen. Okay. Ich bin wieder irgendwo ganz anders gespawnt worden wie du, ey. Man muss erstmal dahin fliegen, wo du bist. So, aber die Kontrollpunkte. Ich bin außerhalb des Gebäudes. Bist du im Gebäude? Ja. Ich bin außerhalb des Gebäudes. Ich meine, jetzt muss ich hier reinlaufen, so jetzt bin ich drin. Hey. Ich bin halt außerhalb des Gebäudes gespawnt, Martin. Ich hab einen eingenommen. Yeah, zwei eingenommen. Fehlt nur noch ja, weil ich draußen war. Oh nein, die nehmen die zwei gerade zurück ein. Ja, dann kommen die zwei und ich bin gerade bei eins. Meine, wieso muss der Kontrolleur der Hölle überhaupt ein Business aufbauen, ey? Dafür der beherrscht ja alles. Oh, das ging schnell. Wir haben die Schmiede abgeschalten. Die stehen zwar alle noch hier, aber okay. So, okay, ciao, guys. War nett mit euch, ciao. Triff dich mit Dane. Ja, das können wir noch fix machen. Dann haben wir Dane auch abgeschlossen. Let's go! Yay! So. Wer macht die Tür hier mal zu, ey? Great work. Ultor is moving into the territory you freed up and we're already seeing a difference. Okay. I can't wait to see what happens when we own it all. Okay. Great job tearing up hell. Hey. I need you to load up. Das gibt Widerstand gegen Schusswaffen. Das ist doch was Vernünftiges. Irgendwo eine neue Aufgabe in diesen ganzen. Was hast du jetzt gemacht? Okay, komm, start da einfach mal irgendwas. Wir haben seinen Zorn. Achso, okay. Because at home, Jezebel was waging a war of her own. I don't love them. You think I care? If you started acting like a father, you would. I'm looking after your best interest. You don't care about my happiness. This is about you. If you just stop telling. You will marry that saint, and I won't hear another word. I won't do it. Oh. Uh-oh. You think because you're my daughter, you think that you're above it all. But schemes are currently in motion. Your choice, be a wife or be a thrall. They say the devil's in the details, and I have some more for you. Celestial light doesn't shine a ray here. Happy endings are through. You belong to me. I'm giving you away. Blood will not save you. My hand will be cruel if you disobey. You belong to me. Das Lied war ganz cool. Oh, gefällt mir. Gefällt. Oh, jetzt kommt sie. I'm sick of perdition, so tired of tradition, but now my time has come.
to go break away, to live for today, to stand out beneath the sun. I know there has to be some way for me to be free, just living a life that's far from the strife and torturous pain, some place that's far from here and not awash with fear. Oh God, I can't wait to cast off this hate. I want to find love. There's a big wide world for me to explore, so many things that I don't know, like would I like ice cream, how do I feel about cats, and is Nightblade my new favorite show? Natürlich. But until that time, I'm stuck in this hell, a relentless tempest of rage, surrounded by guards, betrothed by my father, trapped inside this gilded cage. Huh? Gay? Here's Faith. It's not working, Kinsey. You don't know that, Johnny. I'm tearing this place apart, but Satan doesn't even seem to... We didn't come this far to fail. You think I'm giving up? We have one less to go. What if it doesn't work? The bus is counting on us. You think I don't know? How do I burn down a city that's baptized in fire? How do I kill off an army that's dead? Time's slipping away now, and the best plan we've got is just put one inside Satan's head. If roles were reversed, God, I know they'd save me, but all my solutions involve murder sprees. You have to stay the course and kill without remorse. Yeah, that sounds fun, but what has that done? We're still where we stand. The day isn't over yet. Our sun's not begun to set. No matter how small, the wings of a fly can create hurricanes. Nein. Johnny Nein. Gat. Hope. Ist gut, jetzt erpottert lang. For the first time I've ever in my life. Gott verdammt. Is the name that cuts through my father like a knife. The seed of rebellion, it grows like a weed. And someone so violent is just what I need. There's no turning back now, the die has been cast. This sinner has found her saint, I'll be free at last. The people, the music, it waits up above. I know I'll be happy when I find love. I know I'll be happy when I find love. Halt die Fresse! Boo. Ich will meine Ruhe haben, Mensch. Nicht so laut. Ich muss morgen früh aufstehen. Echt so. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.